Ja, danke schön für die freundliche Begrüßung, liebe Leipzigerinnen und Leipziger. Gestatten Sie mir zwei Bemerkungen vorab. Die eine ist, ich habe ja gelesen, dass das Wahlkampfabschluss heißt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es ist der Abschluss des normalen Wahlkampfes. Und jetzt geht es nochmal 72 Stunden richtig los, weil die letzten Tage muss gekämpft werden. Es geht in diesem Wahlkampf um viel. Wir wollen am 24.09. Zahlen aufleuchten sehen, die nicht so sind, wie ganz Leute von rechts außen sich das wünschen. Und das Zweite, meine Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht wurde eben schon gesagt, die hat die vielen Kundgebungen doch ein bisschen mitgenommen, da sie heute Abend die Abschlussrunde im Fernsehen machen muss und jetzt keine Sprache hat. Wollte sie sich jetzt noch mal fit machen und diese Kundgebung ausfallen lassen? Ich hoffe auf Ihr Verständnis und ich würde Sie bitten, einmal einen ganz kurzen kleinen Applaus, weil sie hat gesagt, am Anfang guckt sie kurz zu. Also Sarah, das ist dein Applaus. Meine Damen und Herren, es sind nur noch wenige Stunden, bis die Wahllokale am Sonntag schließen. Und ja, die Auffassung in den Medien bei vielen Menschen ist, die Wahl ist insoweit entschieden, dass Angela Merkel auch die nächste Kanzlerin sein wird. Und ja, es ist überhaupt eine Frage, ob denn der ehemalige Bürgermeister aus Würselenden so eine bessere Variante wäre. Hier sind heute viele meiner Abgeordneten, Kollegen aus dem Bundestag, viele Kandidaten. Und alle werden bestätigen, die Unterschiede zwischen den beiden Parteien waren so groß nicht. Sie haben in den 4 Jahren gemeinsam agiert und alles auch gemeinsam entschieden. Es gab nur einen einzigen Punkt, wo dann mal die Mehrheit jenseits der Union genutzt worden ist. Das war bei der Ehe für alle. Wir hätten uns gewünscht, dass viel häufiger die Mehrheit jenseits der Union genutzt worden wäre, damit man ein Zeichen gesetzt hätte, fortschrittliche Politik ohne die Union ist möglich. Dann wäre vielleicht auch der Wahlkampf ein etwas anderer gewesen. Meine Damen und Herren, die auffälligste Partei in der Koalition, das war die CSU. Die war verhaltensauffällig. Die wollte gar die Bundesregierung verklagen. Lag mit Angela Merkel permanent über Kreuz. Ja, die war auffällig, aber leider die Sozialdemokraten nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich eine Alternative gibt. So will ich hier heute auch hier nochmal über den Unterschied in diesem Wahlkampf reden. Und den Unterschied in diesem Wahlkampf, den macht die Linke aus, meine Damen und Herren. Ich habe bei all den Gesprächen, bei all den Kundgebungen immer wieder gehört, ja, eure Vorschläge auf sozialpolitischem Gebiet, auf arbeitsmarktpolitischem Gebiet, bei der Rente, aber auch bei der Energiewende. Eure Vorschläge sind gut. Aber wie wollt ihr das denn alles bezahlen? Und könnt ihr überhaupt mit Geld umgehen? Und deshalb, meine Damen und Herren, will ich hier zuallererst über das Geld reden. Und ich will damit beginnen, dass in diesem reichen Deutschland genug Geld da ist, dass alle Menschen gut leben können, meine Damen und Herren. Ich will mit einer Zahl beginnen. Jeder Haushalt in Deutschland hat im Durchschnitt 200.000 Euro. Würde also heißen, die Hälfte hier auf dem Platz hat mehr als 200.000 Euro, die andere Hälfte etwas weniger. Die Situation ist nur eine völlig andere. Ich vermute mal, in Leipzig liegen 90% darunter. Aber das ist mit dem Durchschnitt so wie mit der Kuh, die in dem Teich ertrunken ist, der im Durchschnitt 50 cm tief war. Der Durchschnitt kommt deshalb zustande, weil wir in Deutschland einen Reichtum haben, den man wirklich nur als pervers bezeichnen kann, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich einmal auf die Ebene der gesamten Welt gehen. Sie alle kennen diese Zahl. Die 8 reichsten Männer, und es sind alles Männer, verfügen über so viel Vermögen wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und in Deutschland ist die Situation so anders nicht. Wir haben inzwischen 186 Milliardäre. Das sind 1000 mal 1 Million. Und 36 von ihnen verfügen über so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Meine Damen und Herren, das ist nicht normal. Wir haben inzwischen 1,2 Millionen Vermögensmillionäre. Auch diese Zahl steigt. Und ich kann Ihnen sagen, als Bundestagsabgeordneter bekommt man reichliche und pünktliche Überweisungen.
Aber selbst wenn man ein ganzes Leben im Bundestag ist, Vermögensmillionär wird man nicht. Das wird man nur durch Ausbeutung anderer oder durch große Erbschaften, meine Damen und Herren. Und das muss man verändern. Kein Mensch braucht eine Milliarde. Und die Gesellschaft braucht auch keine Milliardäre, meine Damen und Herren. Und es ist so, dass bei den 500 reichsten Familien Vermögenszuwächse, die unnormal sind, stattgefunden haben. Auch hier zu zahlen, im Jahre 2011 verfügten die 500 reichsten Familien in Deutschland über ein Vermögen von 500 Milliarden. Und 5 Jahre später, im Jahre 2016, waren das 692 Milliarden. Das sind Steigerungsraten, die hat kein Unternehmen, die hat kein Arbeitnehmer. Diese Steigerungsraten, die sind nicht normal. Und ich sage, die kommen im Wesentlichen durch Zocken zustande oder eben durch Ausbeutung. Wir werden an diesen Stellen durch Zockern abgezockt. Und ich sage mal ganz klar, deshalb sollte man auch über Reichtum und Moral reden. Und ich habe gerade eben auf dem Herweg nochmal gelesen. Einer der größten Skandale in der jüngsten Vergangenheit war der Dieselskandal und die Absprachen zwischen den Autounternehmen. Da ist Manipulation betrieben worden. Da muss man sich mal vorstellen, das Auto erkennt, jetzt ist Prüfung, Abgaswerte runter. Prüfung vorbei, Abgaswerte hoch. Das ist deutsche Ingenieurskunst vom Feinsten. Ich habe mal versucht, dass mir das jemand erklärt, ich habe es nicht verstanden. Aber meine Damen und Herren, hier ist deutsche Ingenieurskunst eingesetzt worden zu Manipulation. Manipulation zu Lasten der Umwelt, zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher, zu Lasten auch des Mittelstandes, der Zulieferer, letztlich zu Lasten auch des Standortes Deutschland. Und für diese Sache gibt es auch Verantwortliche. Ich will da 2 Namen nennen. Einer ist Christine Hohmann-Denhardt. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt. Die Frau war im Vorstand bei VW und also zuständig und hat nach 13 Monaten 12,5 Millionen Euro Abfindung bekommen. Und die Frau war zuständig für Integrität und Recht, sprich für die Aufdeckung und Aufklärung des Dieselskandals. Das ist doch unfassbar, meine Damen und Herren. Und ihr Chef, der Herr Winterkorn, hat sie immer gebrüstet, dass er der meistverdienste Mensch in Deutschland ist. Verdienen ist eh schon übertrieben. 17,1 Millionen in der Spitze. Der Mann ist seit 3 Jahren raus und hat bis Ende letzten Jahres jeden Monat 197.000 Euro bekommen. Und jetzt bekommt er Rente. 3.100 Euro. Aber täglich, meine Damen und Herren, viele bekommen nicht mal im Monat so viel. Und ich finde das skandalös, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, auch noch über derartige Vermögen und Einkommen verfügen. Da muss man doch handeln. Deswegen treten wir für eine Begrenzung der Managergehälter ein. Das muss doch möglich sein, das vielleicht auf das 20-fache zu begrenzen. Wenn dann der Durchschnitt 5.000 ist, sind das immer noch 100.000 im Monat. Aber da hat es leider im Deutschen Bundestag auch mit Sozialdemokraten und Grünen keine Mehrheit gegeben, meine Damen und Herren. Aber ich will auch sagen, dass das letztlich noch nicht mal die Spitze des Eisberges ist. Denn dann will ich noch über Susanne Klatten reden. Das ist die BMW-Aktionärin. Susanne Klatten hat im April diesen Jahres auf ihr Aktienpaket 1.074.000.000 Ausschüttung bekommen. Ich habe das neulich in der Sendung gesagt, da hat der Herr Spahn von der Union gesagt, na, die muss darauf aber Steuer zahlen. Na Donnerwetter, da muss sogar Steuern drauf gezahlt werden. Ich finde derartige Auszahlungen, derartige leistungslose Vermögensanreicherung nicht zu akzeptieren. Das sind für mich kriminelle Grabscher. Ich habe verstanden, wieso in den Stadien das Bandenwerbung heißt. Das sind nämlich Banden, die uns hier abzocken, meine Damen und Herren. Und das alles muss man natürlich im Zusammenhang sehen mit den Normalverdienern in unserem Land. Und es gibt immer mehr Menschen, ja, hier auch in Leipzig, die sich Sorge machen müssen. Kann ich meine Miete dauerhaft bezahlen? Kann ich die Aufwendung für Pflege und Gesundheit dauerhaft bezahlen? Es gab mal den Satz, der in Deutschland galt, unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Diesen Satz können wir heute nicht mehr gelassen aussprechen. Die Unsicherheit ist groß geworden,
prekäre Beschäftigung, junge Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen können sich keine Existenz aufbauen. Und wir als Linke treten dafür ein, dass wieder Planbarkeit hergestellt wird. Und besonders schlimm ist, dass neben diesem Wahnsinnsreichtum, den ich geschildert habe, es auch Armut in unserem Land gibt. Inzwischen sind 13 Millionen Menschen in unserem Land arm oder von Armut bedroht. Das ist doch, wenn man den Reichtum auf der anderen Seite sieht, völlig inakzeptabel. Und es sind häufig Erwerbslose, es sind Alleinerziehende und es sind kinderreiche Familien. Und der allergrößte Skandal ist, dass in unserem reichen Land 2,7 Millionen Kinder arm sind oder von Armut bedroht. Das kann nicht sein. Und verantwortliche Politik, die da nichts tut, die sollte sich was schämen, meine Damen und Herren. Hier muss es endlich Veränderung geben. Jedes Kind hat verdient, seine Chancen wahrzunehmen. Deswegen wird die Bekämpfung der Kinderarmut auch in der nächsten Legislatur eines unserer zentralen Themen bleiben. Wir haben das in der letzten bereits immer wieder ins Parlament eingebracht. Das spielte im letzten Koalitionsvertrag nicht mal eine Rolle. Jetzt ist es Gott sei Dank auch in der Gesellschaft angekommen und wir werden darum kämpfen, dass es hier endlich Veränderungen gibt. Meine Damen und Herren, in einem Land, in dem Alleinerziehende Zukunftsangst haben, in dem Kinderreichtum zu einem Armutsrisiko wird, und in dem alte Menschen Flaschen sammeln müssen, da kann man vom Sozialstaat nicht reden. Und am Sonntag geht es auch darum, ob wir eine Chance kriegen, dass der Sozialstaat wiederhergestellt wird, meine Damen und Herren. Und wer Ihnen dort sagt, dass Gerechtigkeit hier etwa ohne Umverteilung ginge, der betreibt Augenwischerei. Nein? Man muss sich mit den Mächtigen, man muss sich mit den Vermögenden anlegen. Nur dann ist dieser Ausgleich, den wir anstreben, auch wirklich zu erreichen. Die Schwarzen von der Union erzählen ja immer, dass sie so wunderbar mit Geld umgehen können. Und deshalb will ich wenige Sätze zu Wolfgang Schäuble sagen. Der will ja die schwarze Null zu seinem Denkmal machen. Nun wurde mir gesagt, er hat am Montag Geburtstag, den 75-Jährigen, ich soll schwarze Null und Wolfgang Schäuble nicht in einem Satz sagen, das ist missverständlich. Aber was wahr es ist, Wolfgang Schäuble trägt die Verantwortung für den Skandal um die Brennelementesteuer. Hier müssen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 7,4 Millionen an die Atomlobby zahlen, weil Verträge fehlerhaft gemacht worden sind, meine Damen und Herren. Er trägt die Verantwortung dafür. Wolfgang Schäuble ist derjenige, der auch die Verantwortung trägt für die sogenannten Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte. Versteht kaum einer. Aber eins kann ich Ihnen sagen, auch da sind Milliarden dem Steuerzahler vorenthalten worden. Mein Kollege Richard Pitterle aus meiner Fraktion hatte das aufgedeckt mit und ist ein ganz großer Skandal. Über all diese Dinge reden die natürlich nicht. Und auch über das Thema Panama Leaks, wo ja mit großen Worten angekündigt worden ist, dass man etwas verändert. Darüber wird nicht gesprochen. Trotzdem gab es im ersten Halbjahr in Deutschland einen Überschuss von 18,3 Milliarden, meine Damen und Herren. Und ich frage mich, warum nicht, wenn es diesen Investitionsbedarf in Deutschland gibt, warum dann nicht in die Zukunft investiert wird? Und wir brauchen dringend mehr Mittel in Bildung und Gesundheit, in Personal und Pflege, selbstverständlich in den sozialen Wohnungsbau, der vernachlässigt worden ist, in erneuerbare Energien, aber zum Beispiel auch in den Netzausbau. Ich bin jetzt hier heute von Cottbus nach Leipzig gefahren. Die Hälfte der Strecke kein Empfang. Der Dobrindt hatte vor 4 Jahren gesagt, in 4 Jahren gibt es das modernste Netz. Real ist es so, dass das Netz in Deutschland schlechter ist als in Rumänien, in Georgien oder in Peru. Was hat der Mann eigentlich geleistet? Seine Ankündigungen waren offensichtlich nichts wert, meine Damen und Herren. Wir wollen in unserem Land wieder Balance herstellen. Und Sie kennen sicherlich die vielen Vorschläge, die wir haben in unserem Wahlprogramm, in unserem Kurzwahlprogramm. Den Mindestlohn zügig anheben auf 12 Euro, eine Mindestrente von 1050 Euro, das Kindergeld erhöhen und perspektivisch eine Kindergrundsicherung. Ja, das alles ist machbar, wenn man den Mut zu einer großen Steuerreform hat, meine Damen und Herren. Wir müssen endlich umverteilen. Und da gestalten wir das so nach unseren Vorschlägen, dass alle diejenigen, weiß nicht, wen es alles betrifft, die bis zu 7.200 Euro im Monat allein veranlagt bekommen, die werden alle entlastet. Aber darüber wollen wir belasten.
Ja, wir wollen den Spitzensteuersatz wieder auf 53% anheben. So war er übrigens auch bei Helmut Kohl. Und das war kein Linksradikaler, meine Damen und Herren. Ja, wir wollen die Erbschaftssteuer deutlich anheben. Wir wollen niemanden enteignen, aber wir wollen eine angemessene Erbschaftssteuer. In den nächsten Jahren bis 2024 werden 3 Billionen Euro vererbt. Und Deutschland hat im letzten Jahr 6,5 Milliarden eingenommen. Wenn wir nur das Modell der Vereinigten Staaten anwenden würden, würden wir 50 Milliarden einnehmen. Aber wir können noch das Modell von Frankreich, Großbritannien oder nehmen. Immer würden wir mehr einnehmen. Aber es fehlt der Mut bei dieser Regierung, sich mit den Mächtigen anzulegen. Und das, meine Damen und Herren, muss dringend verändert werden. Und nicht zuletzt muss eine Steuerreform verbunden sein mit dem konsequenten Kampf gegen Steuerbetrug und Steuerflucht. Jährlich gehen dem Fiskus 50 Milliarden nach Schätzung verloren. Und ich bleibe dabei. Die teuersten Flüchtlinge sind diese Steuerflüchtlinge, die dem Allgemeinwesen in Größenordnung Geld vorenthalten, meine Damen und Herren. Wenn wir beim Verteilen und Umverteilen sind, will ich noch einen Punkt ansprechen, und zwar einen der Punkte, wo die Union im Wahlkampf große Ehrlichkeit an den Tag legt. Das ist ja sonst nicht so ausgeprägt. Denn wenn ich jetzt durchs Land fahre, sehe ich Angela Merkel, ein Land, in dem man gut und gerne leben kann. Mir ist jetzt im Wahlkampf keine Partei aufgefallen, die etwa fordert, ein Land, in dem man schlecht und ungern lebt. Da sehe ich Plakate mit gute Arbeit, gute Löhne. Vielleicht kann ich auch unterschreiben. Die ganzen Plakate der Union sind so, dass man die im Kern tragen kann. Das ist ein Schlafwagenwahlkampf, den die führen. Und ich bedauere das sehr, dass die SPD nicht eine knallharte Alternative dagegen gesetzt haben. Deswegen müssen wir das machen, meine Damen und Herren. Aber in einem Punkt, da ist die Union ehrlich, das ist das Thema Verteidigungsausgaben. Die Union sagt klar und eindeutig, wir wollen den Verteidigungsetat auf 2% des Bruttoinlandsproduktes anheben. Wir haben jetzt 37 Milliarden, die für Verteidigung ausgegeben werden. Wenn es nach deren Vorstellung geht, dann wären das 70 Milliarden. Dieses Geld, meine Damen und Herren, kann man wirklich für anderes einsetzen. Für Kitas, für Krankenhäuser oder eben auch den Netzausbau. Wir brauchen keine höheren Rüstungsausgaben, meine Damen und Herren. Der Satz, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Dieser Satz ist unendlich falsch. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Was ist denn das Ergebnis? Seit 2002 sind auch deutsche Soldaten in Afghanistan. Zehntausende zivile Opfer, über 50 tote Bundeswehrsoldaten. 9 Milliarden sind dort versenkt worden. Und heute, die Taliban kommen zurück. Die Sicherheitslage ist schlechter als 2002. Ja, der Mohnanbau, der floriert. Da muss man doch mal auf die Idee kommen, seine Politik zu verändern und nicht noch mehr Soldaten hinzuschicken wie Donald Trump. Es ist der falsche Weg. Wir brauchen einander, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Rüstung reden, dann muss man natürlich auch über Rüstungsexporte reden. Und das ist eine der dunkelsten Kapitel in dieser letzten Legislatur. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur. Und überall, wo Waffen hingehen, schaffen sie nicht Frieden, sondern sie sind die Grundlage für Kriegsführung. Jede Waffe findet ihren Krieg, meine Damen und Herren. Und ich finde es völlig inakzeptabel, dass Deutschland auch Waffen in Diktaturen wie nach Saudi-Arabien exportiert. Es sind blutige Profite, die da gemacht werden. Und wir sagen, stopp mit den Waffenexporten in Krisenregionen und möglichst auch alle anderen, meine Damen und Herren. Ich will Sie mal erinnern, kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Herbert Grönemeyer ein Konzert veranstaltet und hat gesagt, Frau Merkel, entlassen Sie all diese Staatsführer nicht, wenn die 3,5 Milliarden zur Eindämmung akuter Hungerskatastrophen nicht zusammen sind. Das Ergebnis? Fehlanzeige. Null. Aber auf dem Weg zum G20 hat Donald Trump
für über 100 Milliarden Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien und Katar gemacht. Da ist doch in der Welt etwas nicht in Ordnung, meine Damen und Herren, wenn Waffengeschäfte gemacht werden, aber für die Hungernden ist kein Geld da. Das ist nicht in Ordnung und das muss verändert werden. Deutschland muss da eine andere Rolle in der Welt spielen. Wir sollten erster Kriegsdienstverweigerer sein, meine Damen und Herren. Das Ergebnis dieser Politik ist, dass der Satz, der in Berlin sehr häufig gesagt wird, die Welt ist aus den Fugen geraten, dass man den immer nur unterschreiben kann. Ja, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und für mich sind zwei Bilder Symbole einer aus den Fugen geratenen Welt. Das ist einmal der tote Junge, der in Bodrum angespült worden ist. Sie alle haben auch das Bild vor Augen. Und das ist der blutverschmierte Junge, der aus den Trümmern von Aleppo befreit worden ist. Diese Bilder sind Symbole einer aus den Fugen geratenen Welt. Ja, wir haben aktuell 65 Millionen Flüchtlinge. Davon sind die Hälfte Kinder. Und diese Flüchtlinge, die sind die Botschafter der Kriege und des Elends dieser Welt. Und wir haben aktuell 200 Kriege und bürgerkriegsähnliche Konflikte. Und die alle werden mit Waffen geführt und in kaum einem Fall werden etwa Waffen in diesen Ländern produziert. Nein, die kommen aus den Vereinigten Staaten, aus Russland, aber eben auch aus Deutschland. Und diese Kriege bringen, um Herrn Seiters zu zitieren, ehemaliger Innenminister der CDU, bringen apokalyptische Hungersnöte mit sich. Meine Damen und Herren, alle 10 Sekunden verhungert auf der Welt ein Kind. Dass da die zivilisierte Welt nicht aufschreit, ist völlig unverständlich. Und ein Kind, das an Hunger stirbt, das wird ermordet. Und eigentlich müsste es von uns, aus Europa, aus den Vereinigten Staaten, endlich handeln gehen, dass dieses aufhört. Wir haben aktuell 795 Millionen Menschen, die von Hunger bedroht sind. Es sind aktuell 6 Katastrophen, wo Menschen jede Sekunde verhungern. Im Südjemen, in Äthiopien, in Nigeria, im Südsudan. Das alles ist eine Katastrophe. Und ich sage ganz klar und eindeutig, Deutschland und auch Europa müssen hier eine andere Stellung einnehmen. Sie müssen vorne stehen beim Angehen dieser Ursachen, etwas für Entwicklungspolitik machen. Das 0,7%-Ziel da ist doch viel attraktiver als 2%-Ziel bei Rüstungsausgaben, meine Damen und Herren. Aber die Europäische Union ist in einem desolaten Zustand. Und ich frage auch da, ist eigentlich die Europäische Union vor 12 Jahren, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, war sie da in einem besseren Zustand als heute oder in einem schlechteren? Und die Antwort ist ganz klar, in einem schlechteren. Wir haben den Brexit, wir haben eine nicht bewältigte Finanzkrise, wir haben das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien. In Polen regieren die. Wir haben weiterhin in den Südländern eine grassierende Jugendarbeitslosigkeit, in vielen Ländern über 50%. In Griechenland seit 4 Jahren über 50%. Da wächst eine Generation der Hoffnungslosigkeit heran. Und die Frage ist doch, hat das alles auch mit deutscher Politik zu tun? Und ich sage, die Politik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble hat einen Beitrag zur Entsolidarisierung in Europa geleistet. Ihr Agieren Griechenland gegenüber hat dazu geführt, dass Europa in einer derartigen Situation ist, meine Damen und Herren. Und wenn ich bei Europa bin, dann will ich auch eine Bemerkung zur Türkei machen. Da habe ich ja dieses Kanzlerduell, ich habe es ja großkoalitionäres Therapiegespräch genannt und es ist irgendwie dichter dran. In der Frage der Türkei gab es plötzlich doch eine Überraschung. Martin Schulz erklärt gegen das SPD-Programm, was ein Parteitag mit 100%, wie bei denen ja üblich ist, entschieden hat, erklärt er... Die Unterstützung finde ich gut. Erklärt er, die Beitrittsverhandlungen werden wir mit ihm als Kanzler sofort eingestellt. Und Angela Merkel läuft im Prinzip hinterher und sagt Ähnliches.
Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, ich finde es deshalb skandalös und ein Stück aus dem Tollhaus, weil das wird nicht eintreten. Weil das populär in Deutschland ist, erheben Sie jetzt diese Forderung. Aber ich sage Ihnen mal, jemand wie Erdogan, der Flüchtlinge als Faustpfand seiner rückwärtsgewandten Politik benutzt, der einen Krieg gegen Kurdinnen und Kurden führt, der die Frauenrechte missachtet, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt, der in Redaktionen einmarschiert, Journalisten verhaftet, im Übrigen auch deutsche Journalisten, dem hätte man lange sagen müssen, alle deutschen Soldaten aus jedem Mandat werden abgezogen. Es gibt keine einzige Waffe mehr für die Türkei. Die Hermes-Bürgschaften werden eingestellt und es gibt... Und es gibt auch keine Vorbeitrittshilfen mehr. Das alles hätten Sie machen können in Ihrer großen Koalition. Aber weil es populär ist, kommen Sie jetzt mit Forderungen, die Sie real nach der Wahl nicht erreichen werden. Und ich finde das wirklich nicht in Ordnung, auf die Art und Weise den Menschen Sand ins Auge zu streuen. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein paar Bemerkungen zur Innenpolitik. Und auch da ist ja die Frage, was haben denn die 4 Jahre gebracht? Ich bin ja nun schon ein paar Tage im Deutschen Bundestag und wir haben andere Koalitionen, ob ihre Reformvorhaben, immer deutlich kritisiert. Aber in diesen 4 Jahren, da gab es überhaupt keine großen Reformvorhaben. Das Land ist verwaltet worden, anstatt zu gestalten. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, die Rente. Bei der Rente war das so, die einen kriegten die Mütterrente und die anderen bekamen die abschlussfreie Rente ab 63. Dann war Schluss. Aber was wirklich notwendig gewesen wäre, eine Rentenreform zu machen, die Altersarmut verhindert und die den Lebensstandard im Alter sichert, die sind Sie nicht angegangen. Und die Vorschläge liegen doch auf dem Tisch. Man muss endlich alle einbeziehen, wie Abgeordnete, Rechtsanwälte, Selbstständige und Beamte. Die Beitragsbemerkungen.